Findet Futschland nur in Berlin statt? Nein, ne? Ihr wollt raus in die Kreise und überregional raus, oder? Ist ganz wichtig sogar. Mhm. Okay, okay. Ist da schon irgendwas geplant, jetzt noch im Jahr 2010, 2011, was ihr uns verraten wollt, was an großen Aktionen ansteht oder so? Also wir haben noch die eine oder andere Aktion geplant, aber da sind wir noch in der Planung, deshalb wollen wir nicht zu viel erzählen. Wir wollen nochmal so eine kleine Geheimtour in Berlin durchziehen. Okay. Die an einem Tag stattfinden wird. Mhm. Und jetzt ruft der Tom an. Ist ja auch nicht schlecht. Der Tom ruft an. Warten. Das haben wir noch vor, aber das wird dann auch noch kundgetan auf unseren Internetpräsenzen. Mhm. Des Weiteren hoffen wir natürlich noch, dass wir dieses Jahr vielleicht noch ins Ausland kommen. Mhm. Das ist noch ein Wunsch und wir hoffen, dass wir noch einige Gigs reinbekommen. Gibt es da irgendwas Vakantes mit Ausland im Moment, oder? Wir sind am Ball, aber es ist ja schwierig, weil natürlich die meisten Veranstalter auch kein Geld haben. Ja, ja, gut. Also ich sag mal so, wir kommen auch, wenn man uns den Sprit bezahlt oder auch das Flugticket, aber ja, manche sind da ein bisschen... Dazu habt ihr unsere Ausschreibung auf der Webseite gesehen, oder nicht, oder doch? Mutti ist am Ball. Mutti ist am Ball. Mutti ist am Ball. Also es geht mit 12 Bands von Newcomer Radio auf die Insel Malta. Ne? Ich. Ja, und... Ist es da auch so warm? Bitte? Nee, da ist kalt wahrscheinlich. Dann kommen wir damit. Ja, sehr gut, ne? Gut. Also, steht noch einiges an, ihr habt aber auch einen eigenen Blog, ne? Was tut sich da, beziehungsweise wer schreibt da so rein, was wollt ihr da für Themen behandelt haben? Also den Blog war mal eine Erfindung von meiner Wenigkeit irgendwie vor ungefähr einem halben Jahr. Mhm. Weil, also MySpace hat zwar auch eine Bloggeschichte, aber man kann sie einfach nicht so schön basteln. Und wir hatten uns einfach mal überlegt, dass sowohl für uns selbst als Band rückblickend, als auch eben für unser Publikum, für den wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, dass wenn wir mal Gigs haben, dass wir die einfach mal ein bisschen beschreiben. Und zurzeit schreibt die Blogs mehr oder weniger, also ich, der Mike oder eben der Tom. Mhm. Wobei ich finde, dass Tom wesentlich besser schreibt. Okay. Und ich schmücke die dann noch so ein bisschen mit Bildern aus und dann werden die online gestellt. Also wir hatten am Anfang erst noch ein paar Sachen drin gehabt, die so aus unserem Alltagsleben drin sind. Die haben wir mittlerweile aus dem Blog verworfen. Mhm. Wir beschränken uns da wirklich eher auf die öffentlichen Touren und auch auf die Informationen, die wir jetzt im Studio erzielen. Mhm. Da kommt jetzt die nächsten Tage noch der erste Blog-Eintrag, weil wir sind jetzt mit den Schlagzeugaufnahmen fertig. Mhm. Ein Video ist da schon zu sehen, tatsächlich. Okay. Okay. Am Samstag fertig geschnitten, auf der MySpace-Seite zu sehen. Mhm. Auch jetzt bei uns seit heute Nachmittag. Aha, ehrlich. Aha, Mann, jawohl. Also, darf ich arbeiten hier? Beklaut der Mann. Nein, zugesendet bekommen von der Maike. Ja, also wir werden jetzt einfach die Etappen einfach auch ein bisschen festhalten und wollen einfach damit auch den paar Leuten zeigen, die uns bisher richtig cool finden, dass wir hier wirklich was tun. Mhm. Und ja. Versuchen eben doch alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns auch das Internet bietet. Kai, eine Frage, da du ja die Band gegründet hast, aber ne? Jeder hat ja so seinen typischen, jeder hat ja so irgendwie was Besonderes an sich, ne? Der Benny ist vielleicht der Durchgeknallte, der Smikey ist. Gibt es irgendwelche Charaktere, die du beschreiben kannst anhand deinen Bandkollegen? Kurz und knapp. Ein Satz über jeden. Unser Genie, Mike ist unser alter Weise. Tom ist definitiv Tom und das ist gut so. Okay. Alex ist wirklich Alex und Gründungsmitglied und hat Welpenschutz. Welpenschutz. Sehr schön gesagt. Sag mal, ihr habt ja jetzt wirklich eine Menge Unterstützung, Rocking Mama Promotion, ihr seid bei Newcomer Radio Deutschland, ihr habt rundherum, seid ihr eigentlich relativ gut aufgestellt. Was fehlt euch noch zur Unterstützung? Wo braucht ihr noch Hilfe? Wir hätten gerne einen Bandbus. Ein Bandbus hättet ihr gerne. So, ohne Quatsch. Also wir sind jetzt erstmal über diese Entwicklung, die jetzt stattfindet, sind wir erstmal prinzipiell wirklich sehr dankbar. Mhm. Also wir danken auch euch, das ist echt eine sehr, sehr schöne Sache. Okay. Wir werden jetzt erstmal auf jeden Fall, wir investieren gerade sehr viel Zeit, dadurch, dass wir alle noch im Job stehen nebenbei, weil die Frage vorhin noch im Chat auftauchte, können wir von unserer Musik leben, weit, weit, weit davon entfernt. Mhm. Jemand mit der Musik anfängt, kann sich darauf einstellen, dass es so nicht so einfach funktioniert. Mhm. Von daher sind da die Jobs immer noch obligatorisch und zurzeit ist es einfach so, dass verdammt viel Zeit da jetzt im Studio drauf geht. Bin fast jeden Tag drin. Ein paar Leute haben wir noch im Privatleben. Das heißt also, dass jetzt zurzeit die Unterstützung aus meiner Sicht zum Beispiel gerade, ich sag jetzt mal ernst vorsichtig, ausreichend ist. Mhm. Kann natürlich immer mehr sein. Ja, klar, aber. Ja.
Freundesdorf, was natürlich noch mehr kommen wird. Wie gesagt, wir haben jetzt glücklicherweise mit Michael, also Rocking Mama, natürlich erstmal einen weiteren Wunschländer mit an Bord. Ja. Wunschländerin, weil wir gendern ja auch gerne. Ja. Die uns tatkräftig unterstützt. Natürlich machen wir auch ganz viel und werden jetzt gucken, wo uns der Wind hintreiben wird. Ja. Also wir machen halt gerade das Album, versuchen nebenbei Gigs zu spielen, versuchen nebenbei zu proben. Wir lassen uns überraschen. Cool. Einfach mal gucken, was noch so passiert. Und manche Dinge passieren ja, da ist man gar nicht drauf vorbereitet und dann freut man sich einfach, ne? Genau. Sagt mir noch, was wollte ich jetzt noch fragen? Ihr seid mit einer Band, gibt es eine Band, die euch relativ nahe steht, muss ich mal sagen, fast schon freundschaftlich, habe ich gehört? Also wir sind, wenn der Stefan noch im Chat ist er noch? Ja, ist er. Also Stefan zum Beispiel von Sanitaria. Ja. Sei gegrüßt, Bratze. mit Sanitaria haben wir schon ein paar Mal zusammengespielt. Geile Band, kann man nur empfehlen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind sie sogar in diesem Voting für diese World Arts. Ja. Kinders wählt Sanitaria. Ja. Grandiose Band, grandiose Leute. Daisy und die Frittenbude aus Chemnitz, liebe Freunde. Und ganz wichtig ist noch natürlich die Hofler aus Düsseldorf. Okay. Die wir auch richtig lieb gewonnen haben. Sehr schön. Das sind einfach durch Konzerte. Sind da wirklich persönliche Beziehungen entstanden, ja. Wo man einfach sagt, das ist super, also nicht nur, dass man gerne miteinander spielt, sondern es sind einfach auch unglaublich nette Leute, ja. Die auch unglaublich gut Party machen können und das ist dann an so einem Abend natürlich absolut Gold wert. Ja, das ist schon klar. Komm, mach noch ein bisschen Werbung, wie erreicht man euch? Webseiten bitte. Also myspace.com, Butch aus Berlin, Butch mit SCH geschrieben. Mhm. Unsere Standard-Hauptpage heißt hauptstadtlärm.de, die momentan sehr schlecht gewartet wird. Neu gemacht. Okay. Schau auf unser Haupt. Facebook sind wir auch zu finden. Mhm. Den Link jetzt hier durchzusagen, ist so kompliziert. Aber ja, aber wenn wir auf Facebook dann Butch ein... Ja. Eine StudiVZ-Gruppe haben wir, bei Twitter sind wir hauptstadtlärm und bei Restorm sind wir mittlerweile auch unter Butch zu finden. Prima, wir werden es gleich noch ein paar Mal durchsagen, ne? Für alle, die es jetzt nicht gleich genau. Behalten haben. Im Zweifelsfall findet man euch auch auf Newcomer Radio, ne? Genau, ganz wichtig. Und okay, gut, ihr beide. Erstmal herzlichen Dank für das Interview, hat wirklich Spaß gemacht, war sehr informativ. Gibt es noch irgendjemanden, den ihr grüßen wollt oder der euch gezwungen hat, dass ihr grüßen müsst oder so? Nee, gezwungen hat uns keiner, aber wir grüßen natürlich erstmal alle, die wir kennen, die wir mögen. An erster Stelle natürlich hier unsere Eltern. Ja, und Eltern, ganz wichtig, ja. Wichtig, sonst gibt es Hauer und kein Taschengeld ja, mehr. Ja, genau. Natürlich die lieben Leute im Chat. Die Peach, der Peach, die Peach. Ich glaube, das ist eine Dame. Peach, wir grüßen dich. Mhm. Strawberry auf jeden Fall. Nerd, ach ja, den Live auf jeden Fall. Und die Schwester. Mhm. Aber was wir noch ganz definitiv nochmal ganz schnell sagen wollen, am 14.8. spielen wir mit Dirk und Durstig, grandiose Band, Coverband. Okay. Onkels Coverband, mit denen dürfen wir zusammen spielen. Es gibt Karten bei uns zu kaufen zum Vorzugspreis von 9 Euro. Mhm. Wer bis zum 29.7. diese Karten bei uns noch bestellt, bekommt pro gekauftes Ticket nochmal 2 Freikarten fürs K17. Das ist mal cool. Das ist das auch nochmal klar. Und jeder, der am 24.7. zu uns kommt, kriegt auch nochmal eine Freikarte fürs K17. Ja, das ist mal cool. Oh. Super, super. An wer sich das jetzt alles nicht gemerkt hat, der kann sich gerne auch bei uns an die Redaktion richten und wir leiten dann einfach einen Kontakt weiter, würde ich sagen. Super. Na? Vielen Dank recht herzlich. Gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit der Sendung weiterhin und alles Gute auf eurem Weg. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.